Jumon fragt, wenn ich ein Spiel programmiere, würdest du es dann spielen? Wer? Jumon. Kommt drauf an, wenn es ein gutes Spiel ist, vernünftiges Gameplay hat und, weiß ich nicht, so storytechnisch voll in Ordnung ist, ja. Ansonsten, naja, ich würde nicht jeden Kram spielen, von daher. Es sollte schon wirklich gut umgesetzt sein. Oder zumindest Spaß machen. Es muss nicht unbedingt das hübscheste Spiel aller Zeiten sein, aber es sollte Spaß machen. Ich kann mich nicht, kann mich an nicht viel anderes erinnern. Ach, Herr Hase wird vorgelesen, aber ich nicht. Bestimmt wird Exido von Hanse. Da steht nicht mehr. Tut mir leid, mehr von dem... Von Hase manipuliert. Ja. So viel dazu. Aber du bringst sie immer zum Lachen, weil du so scheiße aussiehst. Und dafür muss man dankbar sein. Wow, ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer... Igitt, du stinkst. Nach verfaultem Fleisch. Ja, das ist halt so, das ist mein Deo. Aber der Typ sieht doch eigentlich echt sexy aus, oder? Na ja, okay. Ja. Ja, ich weiß, er hat ein bisschen wenig... Geschmack. Ich weiß, er hat ein bisschen wenig auf den Rippen. Oh. Vergiss es, wir sind quitt. Wenn ich ganz ehrlich bin, hat mir zu, für mich hat er zu viele Muskeln. Bin ich ganz ehrlich. Egal, weiter. Wo zur Hölle ist Po? Er ist schon eine ganze Weile unterwegs. Ach so, ja, Gruß von Gamschu. Keine Ahnung, was war denn das da vorhin? Und warum wollen alle, dass ich den, dass ich die im Chat vorlese? Keine Ahnung. Hm. Egal. Er sollte meinen Wagen reparieren. Wagen? Wagen reparieren, damit wir nicht durch den gruseligen Wald laufen. Hm. Vor allem, ich verstehe nicht, wieso haben sie alle so tolle Figuren. Egal. Müssen. Weil das ein Spiel ist. Das ist unfair. Ich möchte auch in einem Spiel sein. Hm. Ey, krass, Alter. Wenn einer von euch beiden ihn sieht, sagt ihm, dass er sich melden soll oder ich werd sauer. Oder ich bring ihn um. Ich schillern, ey. Ich habe einen Herztintenfisch. Ja! Tschu. Geht's hier lang? Nein, da geht's nicht lang. Hier geht's lang. Hui, 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 hui. So, bringt mir das was hier lang zu gehen? Ach, hier ist immer noch hungrig, hungrig. Hier nimm Fleischlutscher und jetzt Kerpe. Eventuell wäre das sogar gar keine schlechte Idee, aber ich glaube, das klappt nicht so einfach dann. Oh, das Viech ist ja frech. Aber ich töte es trotzdem. Schon im ersten Wald. Ja. Oh, guck mal, wie sie tanzt. Mama. Dunkle Magie erhalten. Verzögere nicht, sagen wir zu viel. Los, speicher beim alten Sack im Kostüm. It's dangerous to go alone safe here. Ich muss euch was ganz kurz sagen. Diese Speicherplump, ne? Ja. Der erinnert mich an einer Person aus Legend of Zelda wieder. Frau H. Punkt, der nächste Livestream wäre vielleicht für morgen schon wieder angesetzt. Aber eventuell, wenn ich es schaffe, würde ich in diesem Livestream dann mal was anderes zeigen wollen. Und zwar die fertige Folge 1 vom Ace Attorney Ding. Wenn ihr wisst, was ich meine. Von dem Anime. Und jetzt? Wie komme ich hier jetzt weiter? Armer Po. Die Sonne, die Baby-Lache-Sonne hat ihn... Er hat zu lange in die kichernde Baby-Lach-Sonne geguckt. Hey, die Macht eurer Freundschaft wird von Dritten in Frage gestellt. Hast du das von gelesen? Von wem denn? Wir haben nämlich keine Freundschaft. Okay, nein, doch. Das Bild von Dudiflamm, oh weia, ja, stimmt, das mache ich dann gegen Ende.
Dudi Flammenberg? Wenn ich das Dudi Flammenbild zeige, macht dann jemand ein Dudi Flammenberg? Sowas will ich dann haben. So mit einem Kratzer, mit dem Hund so daneben, der richtig aggressiv ist. So, und hier. Hm? Wie sollen wir von hier jetzt. Morgens wieder ein Livestream von Chanting? Wenn du. Naja, eigentlich wollte ich erstmal den Ace Attorney Anime und dann sehen wir mal. Ach, ich kann okay. Dann auch. Ich kann auch ein Live-Konzert mit der. Mit Bongos oder okay, sowas ich dachte, geben. Wir machen das vielleicht nächste Woche oder so, keine Ahnung. Was denn? Möchtest du nicht? Doch! Wie sollen wir von Gehirn leben, ohne jemanden zu verletzen? Das werde ich nie verstehen. Wie könnte man von Gehirn leben, ohne jemanden zu verletzen? Also die sowieso schon kein Gehirn nutzen, einfach. Ja, die es nicht nutzen, genau. Also die schon eins. Genau. Also ich glaube ja, jeder Mensch hat irgendwie eins, aber viele nutzen es nicht. Also könnte man es da ja vielleicht abzwacken. Ja, was ist mit dem Duty-Flag? Wie komme ich denn jetzt eigentlich? Wo muss ich denn überhaupt hin? Dudi-Flammberg. Ein Berg aus Dudi-Flams. Was muss man tun, um mitkommentieren zu können? Was muss man tun, um mitkommentieren zu können? Wer hat das geschrieben? Licht. Sympathisch sein. Das wäre schon mal ganz gut. Oh, danke. Ich weiß nicht, also... ich wollte ja mein Skype-Dings einfach mal durchgeben. Also einen Skype-Dings von mir. Und weiß ich nicht, da können sich ja Leute, die meinen, sie wären sympathische, nette Leute. Dankeschön. Mit mir mal unterhalten und ich weiß nicht, wenn die Chemie passt, dann kann man ja mal zusammen was machen. Ja. So sieht's aus. Okay, also Leid ist schon mal deswegen kategorisch ausgeschlossen. Boah. Morgen, Livestream. Gute Frage. Ich würde ja eigentlich auch gerne mal... Wo komme ich denn jetzt aber weiter? Ach, so geht das! Boah. Hey, guck mal. Das ist, glaube ich, Po. Und ich komme hier so sonst nirgends weiter. Ich habe mir den anders vorgestellt. Oh. Ich muss in meine Chatudier-Chatube, um das Gedicht Chateinerne Chatatuen in der Chatudier-Chatube zu schreiben. Gehe ich mal davon aus, ging der Satz eigentlich noch weiter. Ich muss in meine Chatudier. Pau! Oh Gott. Dein Bruder hat mich geschickt, um nach dir zu sehen. Oh, damit ich fressen kann. Darf ich den sprechen? Bitte, ich will ihn sprechen. Ja, klar, ich möchte so einen nicht sprechen. Hey, du bist diese Kaffeefee. Kaffeefee? Ich erinnere mich an dich. Ginny. Halb Ginny. Also ehemals halb Ginny. Danke, was auch immer du bist. Ich habe nach Wagenteilen gesucht und bin hier stecken geblieben. Du hilfst gerne Leuten in Not, oder? Eigentlich nicht, aber ich muss das machen, damit ich weiterkomme. Ja, genau. Wie wär's, wenn du mal einen Blick drauf wirfst? Ich bin kein Mechaniker, aber warum nicht? Folge mir, der Wagen ist in dieser Richtung. In welcher Richtung? In welche Richtung sind die nun gegangen? In die Richtung vom Kreuzverhör. Fahren Sie nach! Das ist alles, was von unserem Wagen übrig ist. Die Räder kann ich reparieren, kein Problem. Aber die Achse wird ohne Tintenfischöl. Ich meine, ohne Tintenfischöl nicht mehr manipuliert. Und auf dieser Insel scheint es keine Tintenfische zu geben. Vielleicht ja doch. Gestorben ist. Sogar ein Pferdoskelett. Also ohne Fleisch. Boom. Ah! Hört doch auf, aufzustehen. Auf zu erstehen. So, ich muss... Ach, hier war ich doch schon mal.
Hopp, hopp. Puh. Ah! Da bin ich aber tief gefallen. So. Findentischöl. Mal gucken, ob es hier irgendwo Findentischöl gibt. Ah! Vielleicht muss ich auch die Spinne besiegen für irgendwas. Damit ich weiterkomme. Mm. Manipulieren. Na, ich muss die Riesenspinne manipulieren. Das ist so geil. Wie komme ich denn an dieses Viech ran? Ich kann doch nicht. Das geht doch gar nicht. Hase, Mann. Wir fliegen das ja an Skype, wo man so. Lass mir doch mal speichern. Er wurde manipuliert. nicht at Sunset, sondern at Sushi. Genau, Sushi. Ja, also wirklich. Wir müssen schon bei den Namen bleiben, die bei den ganzen, Moment mal. Komm ich hier denn irgendwo? Kann ich denn erstmal was essen? Ich esse was. Norm. Ein Hummerschwanz. Was zum? Hä? Hä? Komm ich da weiter? Nein, ich denke nicht. Hm, da geht's nicht lang. Okay. Hier geht's auch nicht lang. Aber das. Ah, ich geh mal wieder hier zurück. Hm. Aber wo soll denn das Tintenfischöl sein? Und wie komme ich da eigentlich runter? Ich glaube mal, da komme ich noch nicht ran. Das wäre ein komisches Ding, wenn das ginge. Hm. Ich glaube, du musst die manipulierte Manipulation manipulieren. Oder ich nehme Wario. Ich weiß, dass er einen Farbe aber genauso wenig unnötig ist. Hm. Da kann jemand Französisch. Französisch! Ich kann auch Französisch, ich kann mit Blumen reden. Ja, das ist keine Sunset-Tante, das ist Sushi. Sushi ist Sushi. Hm. Ich würde das mit dem Handwerk sogar besser auf meinen Namen Sushi sich merken. Hilft mir das denn, was zurückzugehen? Hm, mal gucken. Hallo. Bla bla bla. Stätte des Bösen. Nein, ich bin nicht bereit abzulegen. Was abzulegen? Klamotten. Oh, genau wie die zwei Mädels von Sabber gebadet. Egal. Das ist so zäh, flüssig und weiß. Und das schmeckt so komisch süßlich. Ja, ich geh mal da lang. Okay, der Typ ist da. Tintenfischöl. Tintenfischöl. Ja, wie jetzt? Ich wurde dahin zurückgebracht und... Hä? Ich komme nicht wieder an den anderen Punkt? Ah! Ach Mann, hört auf mich zu... mir irgendwas zu tun. Einfach mal hier lang hüpfen. Am besten allem ausweichen, dann los. Also, dann ist Axel eigentlich viel härter. Oh, Moment, Tintenfischöl. Français ist super, nein, Französisch ist, ja. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich Tintenfischöl kriegen könnte. Ich bin gespannt, ob das geht. Denn ich, wie ihr hören könnt, spreche ich jetzt auch Französisch. Das ist gemein, einfach einen Akzent aufzusetzen und zu sagen, man spricht die Sprache. Hm. So. Also zurück nach Scuttletown. Hm. So. So, wieder da. Tipp für Sapido, man muss für einige Herz-Sushis Backtracking betreiben. Ja. Manchmal auch, um weiterzukommen.
Mhm. Ich muss dann mal los, ich weiß noch nicht, wenn ich schon sage, wie weiß ich, oder ich nicht eben. Ja, tschüss, Kado. Nein, du warst nicht der, der Sushi den Namen gegeben hat. Ich war's, weil ich immer die Anfangsbuchstaben genommen habe. Jetzt wissen wir auch, wer das Badewasser von den Mädels gespuckt hat, die Viecher aus dem Spiel. Schon cool? Ja. Weiß ich nicht mehr, klar. Ich mach mal hier weiter, ne? Ja.